Gestern feierte Airbus also den 50. Geburtstag und dann haben viele von euch noch Kommentare geschrieben unter dem Video zu einem speziellen, mittlerweile ausgemusterten Lufthansa Airbus A320, den ersten A320, den Lufthansa vor mittlerweile knapp 30 Jahren übernommen hat. Und weil das so viele interessiert, dachte ich mir, wir werfen da mal ganz kurz einen Blick auf dieses spezielle Flugzeug, schauen uns mal kurz an, wie Airbus gestern den 50. Geburtstag gefeiert hat. Ja, und dann gucken wir mal, wo sonst noch ein paar ältere A320 unterwegs sind. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, entspannten und kurzen Video. Also, wir haben gestern schon ganz ausführlich darüber gesprochen, die offizielle Gründung des europäischen Flugzeugbauers Airbus als europäisches Gemeinschaftsprojekt, das ist mittlerweile ziemlich genau 50 Jahre her. Damit ist Airbus tatsächlich nicht mal halb so alt wie der amerikanische Konkurrent Boeing. Apropos Boeing, die haben gestern, wie erhofft, muss man dazu sagen, Airbus zum 50. Geburtstag gratuliert. Und das per Videobotschaft. Und das tatsächlich genauso, wie das auch schon Airbus zum 100. Geburtstag von Boeing im Jahr 2016 getan hat. Jetzt haben gestern also in diesem Video mehrere Boeing-Mitarbeiter und auch der Chef des amerikanischen Flugzeugbauers, die haben Airbus zum 50. Geburtstag gratuliert und sich für einen fairen, aber auch harten Wettbewerb bedankt, was letztendlich unterm Strich ja in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass beide Hersteller immer mal wieder zur Höchstleistung gezwungen waren, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wurden und letztendlich das Beste aus sich machen konnten. Our competition over the past five decades has made us and the aerospace industry better. Und das ist doch tatsächlich einfach mal eine faire Geste. Gleichzeitig hat der Flugzeugbauer Airbus direkt mal die komplette aktuelle Produktpalette inklusive Beluga XL zu einem Rundflug über Frankreich losgeschickt. Alles in allem sieht das doch also nach einem wirklich gelungenen Geburtstag aus. So, und jetzt haben einige von euch, wie eben schon angesprochen, gestern in den Kommentaren einen bestimmten Lufthansa A320 erwähnt. Einen speziellen A320. Und da schauen wir uns mal ganz kurz an, warum diese Maschine speziell ist. Erst einmal, wir haben gestern schon ausführlich über den A320 gesprochen. Das ist ohne Zweifel wohl der größte Erfolg, den Airbus in den letzten 50 Jahren verzeichnen konnte. Das ist eine Flugzeugfamilie mit wahnsinnig viel Potenzial. Viel Potenzial, das man auch heute noch in dieser Flugzeugfamilie findet und Stück für Stück immer weiter ausschöpfen kann. Die Flugzeuge der A320-Familie in ihren verschiedensten Versionen können den Kunden, also den Fluggesellschaften und letztendlich auch den Passagieren, eine ganze Menge bieten und eine ganze Menge ermöglichen. Und mittlerweile sorgte das für deutlich über 10.000 Bestellungen von verschiedensten Fluggesellschaften überall auf der Welt. Also der A320 ist ohne Zweifel eine absolute Erfolgsgeschichte, die nur sehr, sehr wenig Rückschläge beinhaltet. Was man dabei immer ganz gerne und ganz schnell außer Acht lässt, ist, dass der A320, dieses hochmoderne Flugzeug, das ist das tatsächlich schon eine ganze Weile am Markt gibt. Das Ding wird schon seit einigen Jahren gebaut. Und selbstverständlich wird der A320 auch heute immer noch als neues Flugzeug produziert und ausgeliefert, auch noch mit den klassischen Triebwerken. Also es kann natürlich durchaus sein, dass man in einem absolut brandneuen Flugzeug sitzt, wenn man heute mit dem A320 unterwegs ist. Und trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass der Erstflug des A320 bereits im Februar 1987 stattfand. Also vor über 30 Jahren. Die Indienststellung des ersten A320, die gab es dann knapp ein Jahr später im März 1988. Und auch das ist immer noch über 30 Jahre her. Die ersten Maschinen gingen dann damals an Air France oder an British Caledonian oder auch an Air Inter. Das waren damals noch Flugzeuge vom Typ A320-100, von der ersten Version des A320. Und davon wurden nur 21 Flugzeuge produziert. Und die waren erkennbar unter anderem an den im Vergleich zum A320-200, zur heute noch aktuellen Version, die waren erkennbar an den fehlenden Wingtip-Fences. Davon gibt es heute tatsächlich keinen einzigen mehr. Nirgendwo fliegt noch ein A320-100 rum. Und dann im Oktober 1989, da bekam die Lufthansa ihren ersten A320, ein A320-200. Und das war die Maschine mit der Registrierung Papa Alpha. Und dieses Flugzeug war tatsächlich bis jetzt gerade vor ein paar Tagen noch im aktiven Liniendienst der Lufthansa unterwegs. Eine Maschine, die knapp 30 Jahre alt ist. Und wen wundert's, dieses Flugzeug war tatsächlich bis vor ein paar Tagen der älteste A320, den man überhaupt irgendwo auf der Welt noch fliegen konnte. Alle anderen, noch älteren Maschinen des gleichen Typs, die sind mittlerweile alle verschrottet. Und jetzt ist die älteste Maschine vom Typ A320, die man irgendwo finden kann, tatsächlich ganz einfach die Maschine mit der Registrierung Papa Bravo, also ebenfalls ein A320-200 der Lufthansa. Nur dass der jetzt halt eben im Vergleich zur Papa Alpha noch ganz normal aktiv im Liniendienst der Airline unterwegs ist. Ebenfalls ein knapp 30 Jahre altes Flugzeug.
Naja, und wenn wir schon mal dabei sind, auch der nächstältere A320 ist heute noch ganz normal bei der Lufthansa unterwegs. Erst danach kommt ein Airbus A320 der Air Canada, ebenfalls ein Flugzeug aus dieser Zeit, ebenfalls knapp 30 Jahre alt. Danach die Flugzeuge, die ansonsten noch kommen, die nächstälteren Maschinen aus dieser Zeit, die sind größtenteils verschrottet oder irgendwo abgestellt. Aber tatsächlich teilen sich die aktiven Maschinen, die auf die 30 Jahre zugehen vom Typ A320, die teilen sich erst einmal auf Air Canada und Lufthansa auf. Die größte deutsche Fluggesellschaft verabschiedete ihren ältesten A320 jetzt am Dienstag mit einem Rundflug, der die Maschine auch in Hamburg-Finkenwerder vorbeiführte, der heutigen Produktionsstätte vieler Flugzeuge aus der A320-Familie. Heute Morgen wurde die Maschine mit der Registrierung Papa Alpha dann nach Sofia geflogen. Dort wird das Flugzeug höchstwahrscheinlich in der Technik für ein langes Parken bzw. oder eventuell auch für das Verschrotten vorbereitet. Gleichzeitig übernimmt Lufthansa aber auch tatsächlich heute noch brandneue Maschinen vom Typ A320-200. Also vom Ding her heißen die Flugzeuge noch immer gleich, aber selbstverständlich hat sich da in den letzten 30 Jahren ordentlich was verändert. Gerade softwareseitig wurde der A320 immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Tja, bleibt aber ein A320-200, knapp 30 Jahre nach der Auslieferung der Papa Alpha. Diese Maschinen sind dann also ausgestattet mit den klassischen A320-Triebwerken. Man kann so ein bisschen erahnen, dass das ein neues Flugzeug ist, aufgrund der neuen Bemalung, mit denen diese Maschinen ausgeliefert werden und beispielsweise auch aufgrund der Sharklets, die an diesen Flugzeugen von Anfang an verbaut sind. Aber ganz wichtig, die Lufthansa bekommt diese Flugzeuge natürlich neben den brandneuen Maschinen vom Typ A320neo und mittlerweile ja auch A321neo. Ganz einfach, weil die Maschinen mit den klassischen Triebwerken schneller verfügbar waren. So, ja, und damit sind wir eigentlich für heute auch schon wieder durch. Heute also wieder ein kurzes Video. Ich hoffe trotzdem, dass ein paar interessante und vielleicht auch ein paar zusätzliche Informationen für euch mit dabei waren. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Daniel. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Du weißt, damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.